Nach der Schlacht könnt ihr und euer Reiterherr euch wieder etwas sortieren und die Ausfälle bzw. den Schaden etwas dann sortieren und zählen. Ihr habt wenige Tote in euren Reihen und der Kampf wird als für die Verluste sehr wertvoll eingeschätzt. Es gab natürlich auch viele Verletzte, die sind dann vor allem dann durch den Hagelschlag und durch die Krähenschwärme entstanden und weniger dann durch den Kampf selbst, durch den Reiterkampf. Und ja, so könnt ihr euch dann wieder zurückziehen. Und Akos Schar und seine Frau Eleonora werden sich selbstverständlich dann bei den Stammesfürsten bedanken. Selbstverständlich dann auch bei euch als Helden, die ihr dann diesen Ausfall ermöglicht habt. Ja, es sind aktuell wenige Krieger marschbereit. Das liegt einfach auch daran, dass einige Pferde dann leider verstorben sind durch dann fortschreitende ja, Pandemonia, die dann die Hexen gezaubert haben. Wie gesagt, die Krähen, dann der Hagelschlag und so wird man sich die nächsten Tage noch einmal in Zorgarn verschanzen wollen und auf weiteres warten, ob es vielleicht noch eine Heerbewegung von Helmer Hafax gibt oder so etwas, aber die nächsten 3 Tage werdet ihr zumindest noch einmal hier bleiben und könnt auch einmal eure Wunden auskurieren. Boltax hat ja auch schweren Schaden davongetragen, wurde dann von einem, ja, von einem Arm, wenn man ihn so nennen kann, von dem Rosenknecht getroffen, hat ihm dann viele Dornen ins Fleisch gerissen. Und so könnt ihr euch die nächsten 3 Tage bis zum 28. Ingrim wieder erholen und regenerieren. Die einzelnen Stämme der Perkiner, angeführt von den verschiedensten Leuten, teilweise ist auch der Sultan dabei, ein Sultan von, ein Stadtfürst von Baburin, der sich dann ebenso gebeten hat. Die werden allesamt verschiedene Ansprüche stellen, verschiedene Forderungen, die euch allerdings nicht belasten müssen, aber das ist dann etwas, was die ja, verschiedenen Wesire dann auf alle Fälle klären müssen. Ich hatte die Namen schon einmal genannt, die Aimaristani, die ihren Siedlungsraum an der Küste beanspruchen, Meer und Handel dann auch sehr verbunden sind mit dem Oberhaupt Yadair ibn Rondrian. Dann haben wir die Ulashani, die ungefähr um Zorgern herum siedeln oder gesiedelt sind. Heutzutage gehört ihnen dann das Emirat Ulashan, was zum Kerngebiet des aranischen Matriarchats gehört und die haben dann auch viele Probleme dann gemacht als Vagabunden, haben dann irgendwelche Händler überfallen, weil die Ferkiner sich normalerweise nicht wirklich mit den Araniern verstehen. Die Karaman, ein eher bedächtig lebender Stamm, der in der Nähe von Baburin wohnt und eher harmlose Traditionen pflegt. Wir haben die Sinjalja, auch ein kleiner baburischer Stamm, die dann nicht wirklich viele Köpfe haben, aber ja, eine nach dem anderen könnt ihr sie dann kennenlernen oder eben auch ja, ignorieren. Ihr könnt dann gemeinsam noch feiern, denn wie gesagt, auch trotz der wenigen Toten ist das ein siegreicher Tag. Ihr habt die Streitmacht von Oron aufgerieben und vernichtet und dies ist ein Tag des Stolzes, ein Tag der Ehre, da ihr auch das übrige Aranische Reich dann mit ein paar Helden, die dann von Norden aus kamen, vom Nebachrot oder von Perikum aus sind sie nach Süden gezogen, haben die vereint. Auch hier wird man wieder friedliche Kontakte knüpfen oder es geht bergauf mit Aranien. Was möchtet ihr derweil tun? Vom 25. abends bis zum 28. morgens? Irgendwas gemeinsam? Also regenerieren wir jetzt zweimal oder viermal? Wir hätten ja Drei? eigentlich. Also eigentlich sind es 3 Nächte vom 25 auf 26, 26 auf 27 und auf den 28. 3 Nächte. Und wenn ihr an dem Tag nicht viel tun wollt, könnt ihr auch zweimal regenerieren, was dann 6 Regenerationen wären. Okay, das würde ich in Anspruch Zweimal nehmen pro und. Tag, wenn ihr 6 Stunden lang nichts tut. Ja, und ich würde gucken, dass sich jemand vielleicht meine Wunden erstmal anschaut. Ja, du wirst auch sicherlich zahlreiche kompetente Heiler finden. Einige Wundsalben, also jetzt geht tatsächlich auch aufgrund der Belagerung, gehen jetzt die Alchemiker sehr zu Ende, zu Neige, aber man ist guter Hoffnung und man muss jetzt natürlich auch nochmal die anderen Armeeteile versorgen, 2300 Kämpfer, die jetzt auf einen Schwung versorgt werden wollen. Alles klar. Aber für dich als Held, der den Rosenknecht besiegt hat, wird es da sicherlich was geben.
Sehr schön. Gut, dann werfe ich mal meine 6 Regeneration. Aber erst mir. Iserun, Kiaras, irgendwas anderes? Nö, nichts Besonderes. Ihr wartet nur darauf, dass es losgeht. Genau. Am Tag nach der Schlacht möchte ich tatsächlich zweimal regenerieren, sonst halt normal. Mhm. Und ich möchte mich gerne mal mit der Heeresleitung darüber unterhalten, dass ja die magische Verteidigung wohl nicht so gut aussehe und dann mal so sanft es Iserun möglich ist, den Gedanken anzustoßen, wie wäre es dann mal mit einer richtigen Magierakademie oder zumindest einer Niederlassung eines schönen weißmagischen Ordenshauses. Akonita. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz typische Überzeugenprobe, langfristige Ziele, und da lasse ich jetzt auch Überzeugen zu. Ich muss mal gucken, hast du irgendwelche Spezialisierung, die du mir anbieten möchtest? Für Überzeugen nicht. Ich kann dir natürlich für Magiekunde eventuell was anbieten. Das passt da. Magierecht. Rechtskunde bräuchte ich dann sonst. Rechtskunde und Überzeugen. Ja, alles klar. Rechtskunde, Magierecht habe ich. Kommt. Und die überzeugen danach. Einmal 11 Sternchen. Und mit der Hälfte von deinem Rechtskunde sind das nochmal 12, halbe sind 6. Sind 7 Punkte übrig. Du zerknirscht halt so ein bisschen, ne? Die haben viele Visiere, sehr spezielles Recht, gerade in Aranien. Du bist natürlich als Frau, bist du dann auch prädestiniert, aber du hast trotzdem da einiges zu knabbern und kannst den aber auch den einen oder anderen Lockerung der Gesetze dann in Aranien auch über die nächsten paar Wochen, Monate, Jahre kannst du ihn dann auch abluchsen, sodass du dann... Was möchtest du eigentlich haben? Du willst eine eigene Akademie nicht, aber was willst du haben? Eine Ordensniederlassung wäre schon schön. Der Pfeile. Also, Pfeile sehr gerne, natürlich. Mhm. Also ne, in Pericum ist es ja, da hat quasi die antimagische Akademie so ein bisschen ihr Vorrecht, aber es ist ja trotzdem vielleicht nicht schlecht, wenn man mal eine Niederlassung an einem Hafen hat, der gerade nicht besetzt wird, wie Beilung. Gut. Ja, sollst du bekommen. Also da wird man sicherlich in den nächsten paar Wochen die Häuser so ein bisschen umstrukturieren und da kann man dann auch für euch eine Ordensniederlassung für die Pfeile dann finden. Ja, perfekt. Da freue ich mich. So, Boltax konnte regenerieren, seine Wunden schließen. Bist du wieder fit oder wie sieht es gerade aktuell bei dir aus? Ja, also ich bin wieder voll. Gut, Mensch. Haben wir irgendwas? Nee, ich mache auch nichts. Ich regeneriere nur und spanne, rasiere mich, lass mich verwöhnen im Hotel. Ja, Qualität ist die höchste, die es irgendwie gibt. Nicht ganz so hoch wie im Selander, aber wer wohnt schon im Selander, ne? Ein paar Leute. Selander, sie leben natürlich. Iserun hatten wir schon. Kiaras, willst du noch irgendwas tun? Nicht besonders nennenswert. Ich werde wahrscheinlich viel Zeit im Tempel verbringen, vor allem um die verletzten Pferde mich mitkümmern und so ein wenig die anderen Mitglieder des Rosenordens zusammentrommeln, um zumindest vorher ein wenig zu trainieren, dass wir nicht alle wie gerupfte Hühner durch die Gegend rennen. Ja, vielleicht dich noch mit deinen Rosenrittern auseinandersetzen, die ein bisschen kennenlernen. Genau, und wie man einfache Formationen benutzt. Wir sind Ritter, die wissen, was sie tun. Sie sind jetzt Ritter, aber was waren sie vorher? Ja, auch genau. Ritter! Also das sind natürlich irgendwie verdiente Kämpfer oder auch verdiente Recken, so möchte ich sie eher beschreiben. Ob sie dann kämpfen können oder ob sie einfach nur Adlige sind, gut. Mal so. Also du kannst auf alle Fälle noch viel Zeit in ihre Ausbildung investieren. Rafim, willst du andere Körperteile abschneiden? Vielleicht. Wenn sich die Gelegenheit bietet. Ich würde mich einerseits viel im Chortempel rumtreiben, aber es sind ja auch gerade viele junge, neue Kämpfer eingetroffen, denen das Wort Chors gepredigt werden muss. Also ehrlich gesagt würde ich mir die stärksten und härtesten Fekinas suchen, die ich finden kann und die mal in den Chortempel einladen. Und dann versuchen, mit denen den Boden aufzuwischen oder mich von denen aufwischen lassen, je nachdem, was passiert. Ja, Fekina und der Glauben an Chor, also... Du merkst, dass sie auch sehr wild sind, aber in den Chortempel wollen sie nicht mitkommen. Sind's Barbaren? Ja, tatsächlich. Sie predigen wohl von Rashtul. Ah, ich würde dann auch mit denen wohl draußen kämpfen und man muss ja erstmal den Samen säen, damit man ernten kann. Also doch, per reine Gewalt, ich wusste.
Möchtest du dich noch mit Leopold Freisop unterhalten oder ist der aktuell nicht von Interesse? Wenn der Zeit für mich hat, schon. Aber ich würde jetzt nicht einfach dahin gehen, nur mit dem zu reden, weil ich glaube, der hat Wichtigeres zu tun. Ach du, hast du auch so schon gemacht im Tempel. Ja, das ist richtig, Palast. Aber... Also ich weiß, ich nehme an, dass der gerade echt viel zu tun hat, weil der halt vermutlich für die Versorgung verantwortet, obwohl der ist ein bisschen jung dafür. Also wenn der Zeit für mich hat, gehe ich den gerne besuchen. Ich mag also den Jungen, ja. Er ist das mystische Oberhaupt. Er wird noch viele kirchliche Dinge werden dann noch abgetreten. Dann auch seine Wesire, die er da auch haben, an seine Berater. Also vieles, was jetzt sowas angeht wie Versorgung von oder das Herbeischaffen von Nahrung, das geht dann eher darum, dass das die anderen machen. Aber er kann dann sicherlich irgendwie sich mit dir beschäftigen und dir Pereine näher bringen, klar. Ja, wenn er das schon macht, dann nutze ich die Gelegenheit und möchte ihm Chor näher bringen. Dann können wir eine kleine Diskussion über unsere Götter führen und was denn hier da gut ist und warum hier das gut ist. Ja, okay. Kann ich überzeugen würfeln? Du kannst überzeugen würfeln, ja. Ich glaube, das wird nicht so erfolgreich, aber kostet ja nichts. Also was du über die Ferkina herausfindest, du hast, wie gesagt, den einen oder anderen auch schon mal dann hier auf dem Basar erkannt, auch vor allem als Leibwächter, seine barbarische Bergkultur, die der urtolabinischen Lebensweise sehr, sehr geprägt ist. Und sie glauben vor allem an Rashtul oder Rashtula. Nicht wirklich an Raja, aber auch vor allem an das Madamal, an den Mond. Auch der wird dann in ihrer Religion vereinnahmt. Sie pflegen dann auch sehr viel Naturreligion, den Schamanismus. Und das wird alles so ein bisschen eingebettet. Dann kannst du dich dann mit den verschiedensten von ihnen unterhalten. In den Chor-Tempel kommen sie nicht mit. Also am Ende des Tages glaube ich, dass das ziemlich verrückte Leute sind, was ihren Glauben zumindest angeht. Sie sind unglaublich brutal. Sie schneiden sich auch genauso wie du und machen sich dann auch irgendwelche Schnitt- oder Zier- oder Schmucknarben dann in den Körper. Das ist schon sehr, sehr chorgefällig, aber sie halten eben, wie gesagt, nichts von Chor, sondern das ist dann eher ganz üblich in ihrer Kultur verwurzelt. Die finden sich noch. Jana. Nachdem er mitbekommen hat, dass dieser Ritterorden kein echter Ritterorden ist, murmelt Jana irgendwas von wegen verfluchte Südländer und verbringt die nächsten 3 Tage entweder im Tempel oder damit den Verletzten und Sterbenden die Beichten abzunehmen. Okay. Dann tust du Götter, göttergefällige Dinge. Und sich natürlich auch so ein bisschen dann mit dem Pereine-Tempel absprechen und da dann nicht unbedingt mit Leon und Freisop dann in Kontakt kommen, aber mit den anderen, die da auch ebenso helfen. Mit den Bohren geweihten. Gut. Gerade mit denen wird man wohl viel Kontakt haben. Dann Frage an Kiaras. Hast du zwischendurch noch irgendwann Zeit oder bist du komplett beschäftigt? Nein, überhaupt nicht. Ich hab Zeit. Dann würde nämlich Isaru nochmal auf dich zutreten und dich um deine Seelenheilkünste bitten. Sie hatte ja vor einiger Zeit mit einem Travia-Geweihten gesprochen und der hat ihr gesagt, sie müsse noch einige Erlebnisse verarbeiten. Ja, Kiaras. Ja, so könnte ich das wohl ausdrücken. Wenn ihr Zeit habt oder so, dann... würde ich natürlich gerne mit jemandem mir Vertrautem darüber sprechen, um diese Ereignisse zu machen. Für euch habe ich immer Zeit. Ja, aber wir sind ja auch gerade in einer wichtigen Situation und ich weiß auch gerade, dass es speziell eurer Göttin am Herzen liegt, was für ein Werk ihr hier tut. Nun, und eine solche wichtige Unterredung der Seelenheilkunde ist nicht das Werk meiner Göttin? Doch, natürlich. Na, ganz also. Gewiss doch. Selbstverständlich habe ich Zeit. Ich denke, dieses tatenlos Rumsitzen ist für mich schwieriger, als etwas zu tun zu haben. Ja, nicht wahr? Ich verstehe gar nicht, wie Abel mir das immer macht. Also, er erzählt dauernd von Bädern und irgendwelchen Dampfbädern und Schwitzbädern und Maniküre, Pediküre. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Oh, das kann ich euch auch gerne beibringen. Ist das denn nützlich? Um sich wohlzufühlen? Durchaus. Um hübsch auszusehen? Wohl auch, ja. Aber es dient wohl eher zur Entspannung und sollte nicht übertrieben werden. Ach so, ja. Also, wenn es dieser... wie nannte es der Geweihte noch?
Therapie hilft, dann mache ich das wohl mit. Da verlasse ich mich ganz auf euch. Ah, aber zu gerne. Suchen wir uns doch ein kleines, ruhiges Plätzchen, wo wir ungestört reden können. Ja, in Ordnung. Ja, und so folgt Isarun dann Kiaras und lässt sich ein bisschen beraten. Ja, und ich lock sie dann ein wenig aus der Reserve, indem ich sie reden lasse, während ich ihr eine Maniküre gebe. Sehr schön. Dann muss ich doch einmal werfen. Wow. Brichst dir den Fingernagel ab. Ich glaub, ja, das ist ja nur das Reden. Ich bin viel zu sehr konzentriert auf ihre Fingernägel. Gut, sonst noch irgendwas, was ihr im Verlaufe tun wollt, oder war das alles? Ja, wir lassen diese zwei Bolzen an Jalans Wagen, keine Ruhe. Ich würde mir mit Igna nochmal diesen Wagen und diesen Streitwagen vornehmen und probieren, um eine Stelle zu finden, wo diese zwei Bolzen reinpassen. Du hast also daran gedacht, ja, dann mach doch selber mal wieder eine Mechanikprobe oder Stellmacher, das wäre natürlich das richtige Talent. Ich würde amüsiert zugucken. Mechanik plus 5. Mechanik plus 5. Wissen. Nee, Handwerk. Oder? Ja, nächstes Wissen ist. Mechanik ist Wissenstalent. Ist gelungen. Ja, dann gelingt es dir da auf alle Fälle nochmal den Fehler zu erkennen und kannst dann nochmal 2-3 Räder abhebeln und die dann wieder anbringen, sodass du dann da zufrieden bist. Die Stifte waren wohl einfach nur doppelte Absicherung, dass das nicht abspringen kann und ja. Ja, Jana ist ja nicht da, aber ich würde ihn, wenn er wiederkommt, halt freudestrahlend informieren, dass ich die zwei Bolzen eingebaut habe. An die richtige Stelle? Ich hoffe. Oh. Nein, jetzt ist die richtige Stelle, auf jeden Fall. Ireland wird generell jeden Abend so knapp nach Sonnenuntergang in die Taverne kommen und lautstark bekünden, dass er keinen Bock mehr hat, hier rumzusitzen. Jalan, ich habe die Stelle gefunden. Ihr erinnert euch, die zwei Bolzen. Ja. Ich habe sie eingebaut jetzt. Das ist gut. Guckst du rüber zu Kiaras. Wenn wir dann noch bald abreisen könnten, wären sie sogar nützlich. Dann schreiben wir den 28. Ingrim und Jalan kann endlich auf seinen Streitwagen aufsteigen. Die Quadriga gemeinsam mit ja, etwas mehr als 100 Soldaten wird man aufbrechen. Nicht die ganze Armee wird aufbrechen und auch vor allem die 2000 Mann, die Ferkiner, die euch da begleitet haben. Sie haben natürlich auch ein großes Interesse, dann den Oronschen Adel aus Elberum zu verdrängen. Aber man wird sich da dann erstmal um versprengte Einheiten kümmern und nur eine kleine Einheit wird dann aufbrechen. Es gab tatsächlich Folter. Und zwar von den oronischen Heerführern. Die Heerführerinnen wurden gefoltert und unter dieser Folter gestanden sie, dass Keshal Tarif nicht stark besetzt ist. Es gibt zwar noch einige Skorpionschwestern, aber mit denen wird man wohl fertig werden. Ich würde bei Jalan auf dem Wagen mitfahren. Oh, ein vertikal herausgefunderter Freund. Was mit dem Pferd hat ja nicht so gefährlich geklappt, oder? Ja, es ging so. Man hat sich schon verstanden, aber auf längere Zeit ist es vielleicht doch besser, wenn ich auf ebener Fläche stehe und nicht auf dem Rücken des Tieres reite. Und dann seid ihr hier ja gut aufgehoben. Eine Armbrust habt ihr aber nicht, oder? Nein, das hat ja Metall an sich. Das wäre. Ja, Taurus hatte doch eine. Ja, das wäre auf jeden Fall ein Raubbau an Sumo. Das wollen wir doch nicht. Nein. Keine Armbrust. Nun gut. Mitfahren könnt ihr wohl trotzdem. Ich denke, der Rest wird auf seinen Pferden verweilen. Karinor, sind eure... ihr wisst schon, wer bereit? So bereit, wie sie sein können, ja. Ja, dann können wir Ritter ja alle aufbrechen. Dann sollten wir keine Zeit verlieren, ihr habt recht.
Aufbruch! Ja, der Heldenkönig bzw. der Schar Arkos wird sich hier auch nicht das Ganze aus der Hand nehmen lassen, sondern selbstverständlich mitkommen. Gerade wenn es jetzt darum geht, seine Schwester zu stürzen. Und auch Eleonora begleitet euch. An ihrer Seite dann die Elitekriegerinnen, die von dem Garderegiment Eleonora dann euch begleiten. Viele iranische Krieger und Kriegerinnen, eiserne Tiger, also ihr fühlt euch wohl sehr geborgen in deren Obhut und es werden dann einige sein, mit denen ihr dann am Morgen des 28. Ingrim aufbrechen könnt. Nach eurer Schätzung, die geografischen Kenntnisse sind dahingehend selbstverständlich gut, die Seere habt ihr auch, ihr werdet dann kurz vor Naruabad auf Jerim Yalet und die Mauer aus Rosen treffen, die dann an den Farsch Uruch grenzt und das uronische Gebiet absteckt. Sowohl politisch als auch geografisch. Hier beginnt Oran. Es ist eine gewaltige Mauer aus Sträuchern, aus Rosenranken und ihr könnt darin auch viele Körper hängen sehen. Vor allem dann von der falschen Seite, von der oronischen Seite haben sie sich wohl versucht hinüber zu retten, wurden dann mit Saugnäpfen eingefangen und dann leer gelutscht. Blutiger, rankender Wein, der dann hier ran wächst und es riecht einfach so verführerisch. Allerdings könnt ihr auch hier eine große Schneise erkennen, eine große Brandschneise, die wohl vor einigen Tagen hier reingebrannt worden ist und viele Reiter, die hier vorbeigeprescht sind. Eure Kriegskundigkeit und auch die Pläne, die ihr ja bekommen habt, verraten euch, ihr Safax durchgekommen. Ich suche mir... Wir haben 100 Reiter dabei, ja? Etwas mehr als 100 Reiter. Ich suche mir mal zwei oder drei, die aussehen, als wären ihre Pferde zügig. Ihr drei da. Ja, mein Herr. Seht ihr diese Spuren? Habak ist hier vorbeigekommen. Folgt ihnen weiter Richtung Osten und versucht herauszufinden, was genau er tut. Lasst euch hier nicht verwickeln und erstattet so schnell wie möglich Bericht. Und keine Überraschung auf dem Weg. Jawohl, mein Herr. Da geben sie ihm fett die Sporen und preschen voran. Nach 100% sein Wort hält, will ich verdammt sein. Nach ungefähr einer Stunde, wenn ihr dann an diesem schwarzrankenden Wein vorbeigekommen seid und nur durch diese Brandspur könntet ihr dann auch passieren, der Dornwall ist ansonsten unüberwindbar, wird einer der Späher wieder zurückkommen und dann Bericht erstatten. Es gibt hier einen großen, verwilderten Weinberg, in dem dann die Prinzessin von Naruabad sitzt, Ephemia, die wohl das Land verlassen hat. Das Gebiet ist eine sehr kleine Siedlung. Es gibt dann auch so einen kleinen Palast, sowas von ihr, in dem Ephemia normalerweise sitzen würde. Und auch das ist verlassen. Die Residenz Chelgan. Mein Herr, es gibt nichts mehr. Keine Bewohner, keine Uronier, keine Pferde und auch die Vorräte, die in den Lagern eingelagert waren oder schon eingeholt worden sind, sind allesamt geplündert. Wahrscheinlich das Werk von Helm Arfax. Sie haben wenig zurückgelassen. Gibt es Tote? Wir haben niemanden gesehen. Es gab einige Kampfspuren, ein bisschen Blut, aber nichts, was auf größere Gemengelage schließen ließe. Dann sind wir wohl nicht die Einzigen, die einen Handel mit Hafax gemacht haben. Naja, oder er hat sie einfach überritten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht haben sie auch keine... Ich weiß es nicht, wo sie sind. Wie gesagt, Ephemia ist nicht in ihrer Festung Chelgan. Wir sollten auf keine Probleme stoßen. Soll ich wieder vorreiten, mein Herr? Ja. Keine Überraschung auf dem Weg. Wir sollten unsere Wale zügig weiter in den Marsch setzen. Wir sind nicht hier, um uns aufhalten zu lassen. Haltet alle immer das Ziel im Kopf. Kesh al-Tarif. Alles Weitere lässt sich dann nachklären. Gut, wenn ihr dann letztendlich Naruabad erreicht habt, dann wird es auch das erste Mal Zeit zu übernachten. Das könntet ihr natürlich auch hier in der Wildnis von Oran machen, oder aber ihr benutzt die übrig gebliebenen Siedlungshäuser der Oronier.
Es gibt ja natürlich auch viele Drogen, die ihr noch finden könntet, die unangetastet sind. Die hat sich Helm Nafax nicht genommen. Die wurden dann wohl zurückgelassen, umgestürzte Tische, durchsuchte Schränke, Truhen, die geplündert worden sind und auch zerbrochen sind, aber die Drogen hat man liegen lassen. Nahuabad ist verlassen. Wollt ihr hier übernachten oder in der Wildnis? Ich würde vorschlagen, in der Stadt. Ich bin kein Experte für die ironische... für diese spezielle Art von Verderbnis, die im ironischen Landstrich herrscht, aber ich denke auch, dass wir uns nicht von irgendetwas im Dunkeln fangen lassen sollten. Denk doch mal an Transsilien. Da ist es auch keine gute Idee, im Freien zu übernachten. Exakt. Stabile Mauern, egal was hier auch geschehen sein mag, sollten definitiv besser sein, als das, was auch immer sie freigelassen haben in der Wildnis. Ja, vielleicht sollten wir uns einfach im Palast verschanzen. Das klingt doch nach einer guten Idee. Das wird das Beste sein. Da werden wir hoffentlich auch alle unterkriegen. Gibt es hier ein Wehrgebäude, eine Kaserne? Ja, das wird wahrscheinlich diese Residenz sein. Es ist, wie gesagt, keine Stadt. Es ist eine kleine, größere Siedlung. Und diese Residenz von der Bedi ist dann ein bisschen außerhalb. Palast sieht mir gut zu verteidigen aus. Während ihr gerade noch überlegt und diskutiert, wird dann auch ein Meldebote von der Königin kommen, von ihrem König, auch also von Arkos und Eleonora, und dann euch berichten, dass die beiden beschlossen haben, hier zu bleiben und hier zu nächtigen. Selbstverständlich habt ihr hier keine Befehlsgewalt, sondern die beiden. Blicken wir uns um und schauen nach, dass es auch wirklich keine unheiligen Artefakte irgendwo gibt oder unheiligen Orte, die es zu beseitigen gilt. Hab dein Auge auf Gotonges. Ich bin mir sicher, Afax beobachtet uns. Wie groß, ja, verstanden. Wie groß ist denn die Siedlung? Also sind bloß 50 Häuser oder? Keine Ahnung. Lass mich mal kurz nachgucken. Nahuabad. Geht hier gar nicht, ne? Das ist eine kleine Siedlung, also ich sag mal 500 Einwohner. Dann würde ich vorschlagen, dass irgendwie Gruppen A5 Leute, die erstmal die Stadt durchsuchen und die Häuser durchsuchen, ob irgendwelche Hinterlassenschaften da sind, die uns in der Nacht gefährlich werden könnten. Das ist jetzt nur ein Vorschlag von mir. Ja, ihr dürft mal auf Magiekunde würfeln. Spezialisierung, habt ihr irgendwas anzubieten? Dämonologie? Elementarismus? Oder magische Analyse? Für Magiekunde 4. Dämonologie würde ich zählen lassen, ja. Hast du was von immer gelernt? Ihr werdet auf alle Fälle in vor allem der Residenz Chelgan werdet ihr feststellen, dass es hier viel Schminke gibt und auch Kleider, die blutige Seide beinhalten. Das sollte man also nicht tragen, wenn man sich keinen Minderpakt einhandeln möchte. Ansonsten, wenn man sie im Schrank liegen lässt oder ja, verbrennt, dann sollte da nichts mit passieren. Das ist das Einzige, wovon gerade Gefahr droht. Ich würde mit dem Säbel halt diese Kleider, Seidenkleider in irgendein Kohlebecken reintun und das sozusagen Feuer fangen und verbrennen halt. Ja, stinkt nach Blut. Du siehst doch, wie die Kleider nicht sofort verbrennen, sondern erstmal dieses Blut so ein bisschen hochprickelt und spritzt, warm wird. Also da steckt tatsächlich menschliches Blut wohl in diesen Kleidern, in dieser Seide drin, rot und schwarz. Würde man sicherlich auf einem guten Ball im Horasreich tragen, wenn man Geschmack hätte. Die Abschaltig. Schminke kannst du dazu schmeißen, also Lidschatten, irgendwelche Sachen für die Augen oder für die Wangen, Mittel zum Färben von Haaren, all das, was euch irgendwie ein Minderpakt einhandeln würde. Ansonsten ist Nahuabad keine Gefahr, ihr könnt da dann in den Siedlungen, in der Siedlung übernachten, direkt am Rande der Grenze. Und am nächsten Tag weiterreiten.